Ein Turnier, das Spaß mit sozialem Engagement verbindet. Traditionell lädt Bayern 04 seine Sponsoren, Freunde und Partner zum alljährlichen Charity-Golfturnier in den Golfclub Leverkusen ein. Bei malerischem Wetter und Ambiente nahmen am 1. August über 90 Teilnehmer die Einladung von Bayern 04 an. Rekordbeteiligung, die beweist, dass neben dem großen Lederball auch der kleine Golfball im Rheinland, aber auch außerhalb, durchaus eine Rolle spielt. Nach einem ausgiebigen Frühstück ging es für die Turnierteilnehmer auf den ersten Abschlag, wo dann eine abwechslungsreiche 18-Loch-Runde auf dem Programm stand, was bei den heiß ersehnten Sommertemperaturen durchaus körperlich anspruchsvoll war. Langes oder kurzes Spiel, Annäherung, Patten und auch Bunkerschläge hatten die Teilnehmer dann je nach Konstanz in ihrem Spiel zu bewältigen. Dass der ein oder andere prominente Name ebenfalls im Golfclub Leverkusen den Schläger schwang, verlieh der Veranstaltung einen zusätzlichen Reiz. Also ich bin hier tatsächlich zum ersten Mal in diesem Turnier, nachdem ich zweimal abgelehnt hatte aus Zeitgründen. Und ich habe es jetzt das erste Mal hier gemacht und es hat mir riesig Spaß gemacht, muss ich sagen. Es war natürlich auch ein Traum auf das Wetter. Das war nach den letzten Tagen nicht zu erwarten. Es war sehr nett, muss ich sagen. Das ist so, dass man natürlich, wenn es einem guten Zweck zukommt, dass man dann sich leichter tut, dann mal nach Leverkusen zu fahren und da mitzuspielen, als wenn es dann um gar nichts geht. Außerdem wurden in diesem Jahr neben dem Charity-Golfturnier auch zwei Schnupperkurse für Einsteiger angeboten. Unter fachkundiger Hilfe eines Golflehrers gab es die Möglichkeit, nach dem Erlernen des richtigen Griffes die ersten Schläge auf der Driving Range zu versuchen. Also ich bin begeistert. Ich hätte nicht gedacht, dass es so viel Spaß macht. Ich dachte, das wäre etwas mehr so für alte Herren, aber gar nicht. Also das macht Riesenlaune. Man hat auch Möglichkeiten, da weiterhin gute Kontakte zu knüpfen. Ich finde das gut. Für mich ist das erste Mal, dass ich hier bin und hoffentlich nicht das letzte Mal. Bei strahlendem Sonnenschein kämpften die Hobbygolfer hart um jeden einzelnen Punkt auf der Scorekarte. Für Bayern 04 stand aber natürlich neben den sportlichen Duellen vor allem der gute Zweck im Mittelpunkt. Resonanz von Jahr zu Jahr. Immer besser, überragend. Wetter hat wieder mitgespielt. Und der Hauptzweck ist ja, dass alle Spaß haben, dass man sich mal in einer entspannten Atmosphäre noch intensiver kennenlernt und dass wir möglichst viel Geld einsammeln und das dann spenden. Das hat dann seinen Zweck erfüllt. Bayern 04-Geschäftsführer Wolfgang Holzhäuser war auch in diesem Jahr wieder golferisch aktiv und zeigte sich sehr angetan vom Verlauf und der Resonanz des Turniers. Wir haben auch einige eingeladene Gäste hier, die in den letzten Jahren nicht da waren. Es spricht sich also auch rum in der Szene. Der Kurt Glühspieß ist hier, Handball-Weltmeister Bernd Hölzenbein ist hier, Booster-Weltmeister. Der Thorsten Kienhöfer ist da, Deutschlands bester Schiedsrichter. Helmut Krug ist da, Experte und viele, viele Sponsoren und Freunde und Bekannte. Ich glaube, das etabliert sich langsam und ich bin mal gespannt, im nächsten Jahr, wenn wir wieder so ein Glück haben im Wetter, das wird sich auch rumsprechen. Da bin ich ganz optimistisch, dass wir wahrscheinlich sogar eine Kontingentierung einführen müssen, denn 92 Starter, wie wir heute hatten, das ist schon sehr viel. Nach den letzten Shake-Hands auf dem Abschlussgrün stand wenig später die Siegerehrung auf der Terrasse des Golfclubs Leverkusen auf dem Programm. Dabei wurde auch eine Reise zu einem Champions-League-Auswärtsspiel von Bayern 04 verlost. Das in diesem Jahr erhöhte Nenngeld für alle Teilnehmer kommt der Bayern 04 Sportförderung GmbH zugute, die die insgesamt 11.250 Euro für das Kinderhospiz in Olpe einsetzen wird. Das dritte Bayern 04 Charity Golfturnier setzte also auch in diesem Jahr wieder neue Bestmarken und hat sich in und außerhalb von Leverkusen fest etabliert.